Hallo! Und herzlich willkommen bei Triabi. Immer noch Triathlon, immer noch ohne Baby, dafür heute mit wichtigem Thema, mit Geschenktipp, wie versprochen, und mit Gast. Doch bevor es gleich so richtig losgeht, gibt es noch ein kurzes Interlude. Ich war nämlich am Wochenende in Berlin und Berlin ist ja also immer eher so. Und im Winter ist Berlin eigentlich noch. Aber diesmal gab es neben dem großen auch viele kleine. Zum einen gab es für mich neue Laufschuhe. Zum anderen gab es einen neuen Sportsfreund, den ich kennengelernt habe. Und zum dritten, ist das nicht unglaublich süß? Unglaublich süß. Ja, da muss ich durchschlagen. Das wird der Jogginganzug. Das Pendant zu meiner neuen Rumhänghose habe ich auch gleich dazu gefunden. Richtig schöne, richtig schöne Baggy Pants. Da können wir dann bald richtig schön zusammen rumhängen, glaube ich. Das war's auch schon mit dem Interlude. Zurück zum Thema. Ja, also mich kennt ihr ja schon, ich mache ja Sport, Triathlon, das kann aber auch noch andere Sachen sein, das kann sein, ich bin SC Freiburg Ultra Boxer, ich gehe gern zu Fachmessen für Miniatureisenbahnen, verfolge also einfach ein Hobby sehr, sehr extrem und sehr exzessiv. Ja, und wer ist er? Bananaman hier ist quasi die andere Seite, die wichtigste Seite in eurem Leben eigentlich. Zum Beispiel Partner, Partnerin, vielleicht auch Familie, Kind, was da ist, können auch die besten Freunde sein. Also Bananaman ist eigentlich genau alle die, die das aushalten müssen, was ihr so macht, die unter eurem Hobby so ein bisschen vielleicht leiden müssen. Die Frage ist, wie kann man das irgendwie harmonisieren? Wie könnt ihr denen zeigen, okay, danke, dass du da bist. Danke, dass du mir immer die Unterstützung gibst. Danke, dass du immer alles mitmachst, dass du früh um 6 Uhr aufstehst. Danke, dass du abends meine patschnasse Hand hältst, wenn ich vor Aufregung nicht schlafen kann, weil morgens ein Wettkampf ist. Danke, dass du einfach alles erträgst, was ich so mache. Und oftmals gibt es ja die Situation, aber ich will noch mal kurz laufen gehen. Heute früh, das war nicht ein Training. Also, nur eine Stunde. Ach komm schon. Also jedes Mal dieselbe Diskussion. Da habe ich keinen Bock drauf. Oh Mann ey. Und dann ist es schwer, dem Gegenüber zu sagen, ja okay, aber ich will jetzt wirklich gern Sport machen, zum SC Freiburg-Spiel gehen oder ich will jetzt wirklich gern mich mit meinen Eisenbahnerfreunden treffen. Oftmals entstehen dann Konflikte und Bananaman oder auch ich, wir sind dann beide irgendwie nicht mehr so harmonisch. Also irgendwie streitet man sich dann oft und dann gibt es einfach oft Konflikte darüber, wie lange, wie oft man die Aktivitäten ausführt und wie sehr das in das Leben so richtig eingreifen darf. Das ist die Situation, die viele von uns kennen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich meinem Bananaman die Möglichkeit geben, zu sagen, stopp, hier ist jetzt was richtig im Argen. Und da habe ich meinem Bananaman zu Weihnachten die gelbe und die rote Karte geschenkt. Die gelbe Karte kann Bananaman immer dann zücken, wenn er den Eindruck hat, ich verstehe, dass du jetzt gerade Sport machen musst, in den Fanblock musst, zu deinen Eisenbahnern, aber bitte reduzier es doch. Komm damit gerade klar, ist okay, aber jetzt ein 3 Stunden Dauerlauf muss vielleicht nicht sein, okay?
bitte mach doch nur 1,5 Stunden, mach ruhig, aber bitte 50% weniger als angekündigt. Oder Bananenmann sagt einfach, okay, also jetzt gibt es gerade Situationen, da sage ich, stopp, heute kein Sport, heute keine Ultragesänge im Stadion, heute keine Eisenbahner. Ich habe wirklich das Gefühl, heute musst du mal zu Hause bleiben. Also diese beiden Karten kann euer Bananenmann und mein Bananenmann immer dann zücken, wenn er sagt, es wird mir gerade zu viel mit dem, was du da machst. Und für mich heißt das dann auch wirklich, Bananenmann, okay, das passt. Du sagst jetzt, das läuft gerade nicht, für dich geht das nicht. Du brauchst mich jetzt und deswegen bleibe ich hier. Damit, mit diesen Karten, schenkt ihr Bananenmann ein bisschen Vertrauen und sehr viel Respekt. Und das ist einfach eine wichtige Geste, eurem Bananenmann, der sowieso schon viel mitmacht, viel hinnimmt, unglaublich viel Energie auch, das merkt man vielleicht selbst immer gar nicht so, aber unglaublich viel Energie auch in euch reinsteckt, in die Unterstützung, dass du die Möglichkeit hast, wirklich einzuschreiten, sagen, jetzt ist einfach mal Schluss mit lustig und morgen kannst du deinen Scheiß weitermachen. Okay, ganz einfache Geschichte, ne? Ihr wisst, um was es geht. Ganz einfach gebastelt, hat eine sehr, sehr große Wirkung auf die Bananamans da draußen. Aber so als Geschenktipp natürlich tipptopp. Das soll es schon gewesen sein von mir. Ganz kurz, klare Message, was Bananamann auch sagt, unbedingt meinen Kanal abonnieren. Bananamann sagt auch, andere Videos von mir gucken. Und Bananamann weiß auch, was im nächsten Video passieren wird. Kleiner Tipp, ich werde etwas auspacken. Also, danke fürs Zugucken. Ich und Bananamann gehen jetzt erstmal baden. Tschüss!